Tschüss, Mewtwo! Thomas! So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Jetzt muss ich mal den ganzen Schmodder hier aufpacken. Vorsicht! Hier wurde schon wieder versucht, die Tonne anzuzünden. Das ist immer richtig heftig und brutal. Der nächste Raid-Boss-Wechsel steht im Haus, der mich ein bisschen verwirrt hat. Denn eigentlich hieß es, Donnerstag ist immer Raid-Boss-Wechsel. Jeden Donnerstag im November ist Raid-Boss-Wechsel. Gestern war Donnerstag, da war kein Raid-Boss-Wechsel. Heute ist Raid-Boss-Wechsel am Freitag. Was heißt das jetzt für nächste Woche Donnerstag? Raid-Boss-Wechsel oder nicht? Verschiebt sich das jetzt alles immer auf Freitag? Oder ist jetzt nur das eine verschoben auf Freitag, das andere bleibt bei Donnerstag, jeden Donnerstag? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Genesect in den Raids mit dem Aqua-Modul das erste Mal in Shiny verfügbar. Ist wieder ein mysteriöses Pokémon. Das heißt, ihr könnt das wieder mal nicht tauschen. Wer ein Shiny möchte, muss selber raiden und eins beim Raid bekommen. Ihr könnt euch nicht von eurem Homie eins rübertauschen lassen. Das geht nicht. Ich muss jetzt gleich die Mama, das Muttertier, vom Bahnhof abholen, weil am Wochenende ist Wrestling. Und gleichzeitig den Raid machen, der irgendwo am Stromhäuschen am Ende der Welt aufgeht. Da war ich noch nie. Da haben wir jetzt eine halbe Stunde Zeit hinzufahren, um den Community Raid mit Genesect zu hosten. Konda zeige ich euch gleich. So, wir sind jetzt hier angekommen am Stromhäuschen, was die Arena ist. Die möchte ich euch mal zeigen. Habe extra jetzt das Auto hier schräg an den Straßenrand geparkt, damit ich hier das als Hintergrund habe. Denn das ist das Stromhäuschen Stadtwerke Meiningen. Das sieht doch richtig cool aus. Da sind sogar Leute drin, die spielen mit dem Wasserball. Guck dir das mal an. Das ist genial. Hier ist noch eine Möwe. Zack, eine Möwe. Und hier drüben hast du noch ein Ruderboot. Und was noch genialer ist, auf der anderen Seite vom Auto, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Zwischendurch will ich aber ganz kurz hier einblenden. Ihr werdet es nicht glauben, aber Showcases sind zurück beim Ramses. Oh, und Teamherausforderung ist fertig. Guck mal, Lino, Super Sunny, Bladentier, Sabanero machen hier Teamherausforderungen. Das ist richtig cool. Ich habe noch kein einziges Pokémon gefangen, aber irgendwie sind wir schon fertig. Drehe 45 Pokestops oder Arenen, fange 50 Pokémon. Ich mach mal, fange 50 Pokémon. Ich muss ja eh wieder zurück in die Stadt das Muttertier holen. Und da kann der Knopf, der Drücker, das Gotcha, das Go Plus, dann ja noch ein paar Pokémon fangen. Hört ihr schon, was ich meine? Wenn ich mich rumdrehe, guckt euch das mal an. Hoi! Da ist einfach alles voll Schafe. Ein verschärfter Community Raid, komplett mit Schaf. Da ist auch ein schwarzes Schaf. Das ist total auffällig und der Rest steht hier und guckt. So. Jetzt muss ich warten, bis das komische Auto... Ach so, ich wollte euch Showcases zeigen. Warte mal, wir stellen uns mal so vor die Schafe. Das sind Showcases. Ihr seht hier, ich bin Platz 1, ich bin Platz 2 und ich bin Platz 3. Das ist richtig cool. Da holen wir die Belohnungen ab. Wir kriegen Sternenstaub, wir kriegen eine Ei-Brutmaschine, wir kriegen ein Sternstück, wir kriegen ein Moos-Lock-Modul, eine goldene Himbeere, ein Glücksei, ein Magnet-Lock-Modul und 18.000 EP. Das ist auf jeden Fall fett. Vor allem freue ich mich immer auf die Brutmaschinen. Da ich ja Free-to-Play unterwegs bin auf dem Habanero, nichts kaufen kann, immer nur Beutelerweiterungen und Pokeplatz kaufen kann, freut man sich über jedes Glücksei und jede Brutmaschine und über die Module auch, denn die kommen dann immer an den C-Days auch zum Einsatz. Jetzt positioniere ich mich aber auf dem Auto, edde kurz die Leute, zeige euch die Konda und wen wir einladen. So, das Stromhäuschen sieht man gar nicht so gut, wie ich dachte, weil ich es fast komplett verdecke, wenn ich hier davor stehe. Aber egal, ich kann die Schafe beobachten und wir gehen jetzt mal ganz kurz hier nochmal auf den Community-Tab, wo ich immer den Community-Raid poste. Leider hat YouTube schon wieder komplett das Design verändert und alles. Alles sieht anders aus. Hier habe ich eine Konta-Übersicht gepostet über Genesect. Das Ding ist Typ Stahl und Käfer. Ihr nehmt also Feuer. Feuer gegen Käfer, Feuer gegen Stahl. Es interessiert euch gar nichts anderes. Ihr nehmt einfach Feuer gegen Käfer, Feuer gegen Stahl. Hier ist Reshiram gelistet, Heatran, hier ist Flampivian, wenn ihr ein nicht legendäres braucht, Skelabra, Ramoff,
Bald ist es soweit, wir werden uns wiedersehen, mein Freund. Ho-O ist drin, Mega-Entwicklungen gibt es hier, wie Mega-Logok, Mega-Glurak, Krypto, Skelabra, Krypto-Logok, Krypto-Lavados, Krypto-Ho-O, alles dabei. 1916 ist der 100er wert. 1916 ist der 100er wert, ohne Wetterbrust, mit Wetterbrust. 23,95 ist lila, ist mysteriös, ist nicht tauschbar, ist als shiny rot. Mal gucken, ob ihr ein rotes bekommt. Achso, und dann haben sich außerdem eingetragen. Jetzt muss ich nochmal da drauf. Ich hoffe, der Rest wartet und geht jetzt nicht einfach rein. Dann habe ich den Raider gepostet hier für 13:02 und dann haben sich eingetragen, wie ich mal kurz hier vorlesen kann. So. Creeper, Matze, Shenaya, Henry Niki, Tote Oma und Nasse Bocke Trainer. Also, wenn ihr auch Nasse Bocke Trainer seid, schreibt es mal in die Kommentare. Hier rennt mein Menschen rum. Ich muss jetzt auf den Raid drauf. Ich muss rein. Ich muss einladen. Die Arena war sogar gelb. Pupsi hat sich reingesetzt. Ich habe mich auch reingesetzt. Hier sitzt nämlich im Auto gerade mit Jonas. Jonas schläft. Wir müssen, wie gesagt, gleich die Mama abholen. Die kommt 13.17 Uhr. Zum Bahnhof. Jetzt kann ich mit dem Samyang-Account noch rein. Tote Oma fehlt noch. Ich konnte ja jetzt nur 5 einladen. Tote Oma ist die 6. Der wird auch gleich noch eingeladen. Eigentlich hätte ich die Shenaya weglassen müssen. Tote Oma mitnehmen. Und mit der Nudel so lang die Shenaya einladen. Dann wären gleich alle drin. So. Aber Tode Oma nochmal Dankeschön an das fette Ticket, was du mir letztens gegeben hast. Ich da ganz viele Videos machen musste darüber. Jetzt sind schon ein paar drin, ein paar drücken auch schon. Ihr seht mein nicht legendäres Team mit einem Glurak und Flampivian. Eins ist sogar von Blondbart Zock, steht auch dran. Grüße gehen raus an Blondbart Zock. Danke für dieses Flampivian. Denn wenn ich jetzt auf Feuer setze, kämpfe ich einfach mit Flampivian. Das hat kaum jemand auf dem Schirm, glaube ich. Da eine 6er Armee ist jetzt der neue Standard, den man auf jeden Fall braucht. Auf Level 40, 50 müsst ihr gar nicht machen. Lasst das auf 40. 50 war früher, jetzt der Habanero, das ist ein richtiger 40er. Der will nichts pushen, der ist gierig und geizig. Nee, der Ramses war gierig, der Habanero ist geizig. So ist es. Ja, eigentlich könnte man noch mal gucken, wer sonst noch da ist. Wen wir einladen können, hier Skinny, Vorbelastet, Brezel Queen, der Krieg Zeus. Sind leider nur 30 Sekunden, 20 Sekunden hätten sie noch zum Beitreden. Weiß ich nicht, ob es da noch einer mit reinschafft. Ansonsten hat die Nudel hier auch ein Entei drauf. Entei, Skelokrok, Lavados, Glurak, Heatran, Skelabra, also 6 verschiedene Pokémon. Bei der Nudel hier halt 2 verschiedene, 5:1. Ich glaube, ich muss da noch mal rüber. Ich werde da noch mal ein Bild von der Schafsherde machen. Werde sie den Fanchat reinposten und von dem Stromhäuschen, dass die Leute, die sowieso keine Videos gucken, aber mal einen Eindruck haben, wie schön es hier gerade aussieht. So. Zack, zack, zack. Sehr effektiv. Mit diesem Button, der hier unten ist, das verstehe ich übrigens immer noch nicht. Jetzt habe ich drauf gedrückt. Jetzt ist der Teambonus aktiv. Jetzt steht da Hitzekoller. Mal 2. Wie lange hält das an? Die ganze Zeit, solange wie das unten steht, muss ich jedes Mal erneut drauf drücken oder nicht? Oder was muss ich damit eigentlich machen? Ich drücke jetzt einfach nochmal drauf. Nö, tut sich nichts. Also das wird einmal aktiviert und ist dann den Rest des Kampfes drin, oder wie? Ich habe es halt schon mal gehabt, da habe ich es auch aktiviert. Und dann war es aber wieder leer und es hat sich wieder erneut gefüllt. Dann sah das so aus wie eine extra Ladeattacke, die sich füllt, wo du immer erneut wieder drauf drücken musst. Deswegen keine Ahnung, was das ist und wie genau das ist. 1883 hat der Nudel-Account kein Shiny. Wir drücken uns direkt durch. So. Kein Shiny. 1872. Wie viel hat deins? 1838. Kein Shiny. Gut. Was? Sandra, jetzt beruhig dich. Du schläfst. Zack, Tür wieder zugeschissen, fertig. Der Jonas und die Sandra. Die Sandra macht sich immer so viel Sorgen. Wenn ihr euch auch immer Sorgen macht, dann schreibt es mal in die Kommentare. So, Genesect ist eigentlich ein Raid-Boss, der wieder Spaß macht zu fangen. Sieht zwar gerade nicht so aus, aber ist so. Guckt mal drauf. Der Kreis wird eingestellt, bis er relativ klein ist, sodass ihr denkt, das ist einfach fabelhaft. Und
Dann wartet ihr auf seinen Angriff und werft in den Angriff rein und trefft einfach fabelhaft. Der schwebt nicht nach links, der schwebt nicht nach rechts, der hängt nicht in der Luft, der steht fest an seinem Platz. Das Einzige ist, er hüpft ab und zu mal, aber das Hüpfen ist egal. Wenn ich mir angucke, Lugia, Krypto Lugia, wie heftig auf und ab das die ganze Zeit ging. Wenn ich mir angucke, wie Kyogre die ganze Zeit hin und her splatter, das ist so nervig, du brauchst so viel Geduld. Hier könntest du einfach so draufwerfen, wenn du gerade nicht in den Sprung wirfst, ist das trotzdem fast immer getroffen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, stellst du halt deinen Kreis ein auf einfach fabelhaft und wirfst dann immer, wenn er angreift, zum Ende des Angriffs in den Angriff rein. Also so, zack. Und dann kann eigentlich gar keins flüchten. Also wenn du mal einen Hunderter hast, werf nicht wild drauf. Curve, stell den Kreis ein, mach einfach fabelhaft alle Bälle mit goldener Beere für die höchste Fangchance. Dann ist das perfekt. Lass ihn ruhig hüpfen, wenn ihr seht, er greift an. Kurz curven, Ball drauf, fertig, zack, zack, zack. Hä, wie machst du denn mal einfach fabelhafte Würfe? Ja, mit ein bisschen Übung. Ich finde, bei Raid-Bossen, bei 5er Raid-Bossen, kann man halt am besten einfach fabelhafte Würfe machen. Deswegen ist es schade, wenn dann die Aufgabe irgendwann kommt, lande 999 fabelhafte Würfe, du aber nur einen Raid-Boss pro Tag machen darfst, weil du ja Free-to-Play unterwegs bist, da wird sich das natürlich 999 Tage ziehen. Müsst ihr mal ausrechnen. Nee, warte, wenn ich 18 Bälle habe, könnte ich ja theoretisch an einem Tag 18 einfach fabelhaft machen am Raid-Boss. Und man fängt ja nicht nur den Raid-Boss, man fängt ja auch noch vieles andere. Dann ist sogar gut, wenn er nicht gleich drin bleibt, sondern die ganze Zeit wieder rauskommt, weil dann habt ihr jedes Mal wieder einen einfach fabelhaften Wurf mehr auf eurem Zähler bei der Aufgabe. Punkte bringt uns natürlich nur einmal. Also heißt jetzt nicht, dass jedes Mal, wenn wir einfach fabelhaft treffen, wir viele Punkte kriegen für den Wurf. Wir kriegen ja nur, wenn wir es einfach fabelhaft fangen, die erhöhten Punkte. So, er greift wieder an, wir curven wieder, wir werfen nochmal rüber. Es ist 13.08 Uhr. 13.17 Uhr, wie gesagt, kommt der Zug mit dem Muttertier am Bahnhof. Ich denke mal, das Video heute wird sowieso ein bisschen verspätet kommen. Ab 11, sonst geht 11.10 Uhr vielleicht ein Raid auf. Du bist dort bis 13 Uhr zu Hause. Das Video lädt schon hoch um die Uhrzeit. Heute 13 Uhr, gerade mal den Raid gesehen. Dann die Mutter abholen, dann ins Einkaufen reingefahren. Das dauert wahrscheinlich auch wieder 2 Stunden. Dann kommst du erst 15 Uhr nach Hause. Da wird das nichts, dass das 15 Uhr schon online ist. Also heute wird es ein bisschen später. Dafür gibt es abends nochmal eine Premiere dann mit der Shenaya, wo wir den Hotchip-Burger testen. Also die Hotchip-Challenge, mal anders, mit Burger. Hotchip auf Burger. Aber das interessiert euch eh nicht. Also guckt euch das Genesect an, wie es rumhüpft. Ich glaube, wenn Hannes da ist, muss ich mal ein Trinkspiel draus machen. Für jeden fabelhaften Wurf, den man trifft, muss man einen kurzen trinken. Aber das ist Quatsch. Weil dann wird man ja immer schlechter und dann wirft man nicht mehr, dann trifft man nicht mehr und dann muss man keinen mehr trinken. Eigentlich müsste man sagen, für jeden, den man nicht fabelhaft trifft, muss man einen trinken und dann wird es ja immer schwieriger, weil man dann gar nicht mehr trifft und dann ist man total gut gelaunt. So, der hat jetzt hier 12, 10, 15 am 3.11. Das passt. Ansonsten wurde das Team wurde beendet. Toll. Ich meine, wenn wir 4 waren und einer geht raus, sind wir eigentlich immer noch 3. Aber irgendwas ist passiert mit dem Team. Was ist denn? Aber wie dumm ist das denn? Wie kann denn das Team fordern, dass der Team-Host eine neue Aufgabe wählen muss und nur 10 Sekunden Zeit hat dafür, der aber gerade noch seinen Raid-Boss fängt im Raid und weil er das nicht macht, dann fliegen alle raus und das war's. Jetzt habe ich gedacht, wir können das noch schön... Achso, die 50 waren ja eh voll. Naja, egal, dann war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses. Habt ihr schon ein Genesect-Shiny? Auf dem Main-Account damals hatte ich jedes shiny verfügbare Genesect und 200%ige Genesect mit verschiedenen Modulen, glaube ich sogar. Hier gibt es jeden Tag jetzt nur einen Raid, das sind also nur 6 Genesect. Ob da ein Shiny dabei ist, ich glaube nicht. 100er würde mir gar nichts bringen. So, ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.